sprechen wir über diese Bezahlkarte nochmal im Detail. Herr Gelinden, bei uns SPD-Politiker, auch im Bundestag im Ausschuss für Inneres und Heimat. Herr Lindner, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Einigung ist da. 14 der 16 Bundesländer haben sich da auch auf einen technischen Dienstleister schon verständigt. Die Länder müssen die Details dann in ihrer Verantwortung aber auch wieder klären. Und haben wir im Beitrag gerade schon gesehen, etwa der Kollege Kubicki von der FDP ist total zufrieden, hofft, dass man vielleicht auch gar nicht mehr abschieben muss, weil die Leute alle freiwillig gehen. Haben Sie auch ähnlich hohe Hoffnungen an dieses Projekt? Ich empfehle da einen nüchternen Zugang als Herr Kubicki. Also ich glaube nicht, dass durch die Bezahlkarte das Thema Abschiebung und Ausreise irrelevant wird. Also da sind einige Übertreibungen in alle Richtungen dabei. Es ist ja beides mitgedacht. Einerseits eine Vereinfachung für die Verwaltung. Das scheint mir der Hauptaspekt zu sein, dass nicht mehr Bar-Auszahlungen geleistet werden. Und dann ist ja die Frage, welche Auswirkungen hat das auf sogenannte irreguläre Migration? Also senkt es Anreize? Und dann würde ich sagen, das hat womöglich eine gewisse Wirkung. Wir sollten aber nicht die Vorstellung haben, dass das sozusagen die Maßnahme ist, die jetzt alles verändern wird. Nur weil wir Bezahlkarten haben, werden nicht Menschen sich grundsätzlich entscheiden, nicht mehr zu kommen. Die Frage ist, und das muss man sich angucken, hat es Auswirkungen auf die Frage von Schleusung? Denn das war ja ein Hauptgrund. Leute haben Schulden, weil sie sich haben schleusen lassen und leisten dann Bargeldzahlungen. Die Wissenschaft sieht das ehrlich gesagt etwas anders als die Politik. Aber es ist ja auch weiterhin Kritik zu hören von den Ministerpräsidenten, von CDU und SPD vor allen Dingen, dass man wieder einen Migrationsgipfel braucht, auch jetzt, wenn es die Bezahlkarte gibt. Wir haben die Probleme, die Sie auch eben angesprochen haben. Wir müssen natürlich jetzt abwarten, aber der Kanzler weigert sich. Das ist doch das falsche Signal. Das ist auch wirklich ein sehr durchschaubares Ritual auch seitens der Länder. Der Kanzler hat ja mindestens in drei großen Gipfeln bzw. MPKs dieses Thema aufgegriffen. Also aber selbst ich verfolge seine Partei, Ihre Partei, die SPD, macht ja mit. Stefan Weil aus Niedersachsen, der Ministerpräsident. Ja, nur weil Sie Ministerpräsidenten der SPD sind, sind Menschen nicht automatisch immer im Recht und immer heilig. Das ist das übliche Spiel zwischen Länder- und Bundesebene. Aber wenn man ja mal zurückguckt, 14, 15, 16, ich habe das alles erlebt, da hätte man sich gefreut und gejubelt, wenn so intensiv Bund und Länder einen Katalog abarbeiten. Man muss sich mal angucken, was die MPK im Detail seitenlang zur Migration beschlossen hat. Alles nahezu haben wir im Bundestag beschlossen. Die Länder haben jetzt auch bei Bezahlkarte und anderen entsprechende Maßnahmen eingeleitet oder getroffen. Das ist ein gewaltiger Umfang. Und ich finde, wir müssen das mal ganz anders angucken. Es wird jetzt systematisch geordnet, geregelt. Ich sehe da eine ganz andere Bilanz als manche Bundesländer. Lassen Sie uns bei der Bezahlkarte vielleicht bei den Details nochmal bleiben, denn das ist ja ganz spannend. Und sagen manche Bundesländer schon, auch je nachdem von welcher Parteifarbe die so regiert werden, Bargeldauszahlungen bei uns dann trotzdem nur in Teilen auf der Bezahlkarte. Markus Söder, der macht es gleich richtig scharf und sagt zum Beispiel auch Alkohol soll mit diesen Bezahlkarten, der Kauf soll gar nicht mehr möglich sein. Wie würden Sie sich das denn vorstellen oder wünschen? Das ist ja wieder typisch Deutschland. Also man versucht es zu zentralisieren und zu vereinheitlichen. Trotzdem bekommen die Bundesländer Spielräume. Das ist auch nach Asylbewerberleistungsgesetz in Ordnung so. Also da gibt es das ja jetzt schon. Einige Länder setzen stärker auf Sachleistungen, einige mehr auf Bargeldleistungen. Ich finde, es ist gut, dass jetzt die Spielräume gegeben werden. Also auch, dass die Bundesländer entscheiden können, wie weit sie einschränken, Bargeldleistungen zahlen können. Ich finde es nur nicht klug von Herrn Söder, dass er jetzt dieses Thema aufmacht. Also damit deutet er doch an, Flüchtlinge in diesem Land haben ein grundsätzliches Problem mit Tabak und Alkohol und sonst viel. Und das ist nicht nötig. Also so eine Stigmatisierung, die schadet mehr, als sie bringt. Herr Lindt, wir haben noch ein anderes Thema, was wir auch mit Ihnen gerne besprechen würden, weil Sie ja auch im Ausschuss für Inneres und Heimat sitzen. Jetzt gibt es eine Gruppierung, die da war. Das ist ein Ableger der türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan. Die will sich jetzt also bilden. Und jetzt wissen wir auch, das haben die Verantwortlichen selbst zugegeben, die wollen nicht nur bei der Europawahl antreten am 9. Juni. Es gibt keine 5%-Hürde, also das könnte schon die Mobilisierung dann stimmen, dass sie tatsächlich in Straßburg ins Parlament einzieht. Aber sie will auch bei der Bundestagswahl 2025 einziehen. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich ein großes Problem oder sehen Sie es so wie die türkische Gemeinde, die sagt, nee, das Potenzial ist gar nicht so hoch? Es war letztlich absehbar. Also mich überrascht das überhaupt nicht. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon Parteiversuche ähnlicher Art. Es ist also keine absolute Neuerung. Und jetzt war es logisch aus meiner Sicht, dass man auch versucht, eben mit den Themen, die Zielgruppe erreichen, also Diskriminierungserfahrung, muslimischer Hintergrund, eher gläubige Bevölkerung, zu erreichen. Und da war es absehbar, dass die Bundestagswahl ein Ziel wird. Ich finde, man muss tatsächlich genau hingucken, jetzt nicht dramatisieren, aber gucken, was sind die Gründe.
auch kann es nicht unser Wunsch sein, unser Ziel sein, dass sozusagen ausländische Parteien oder Ableger ausländischer Regierung Parteien bei uns gründen, sondern wir wollen, dass die Menschen sich für unser Land entscheiden und wir hier gemeinsam, egal welcher Herkunft, unser System aufbauen. Gleichzeitig aber wirft das ja auch einen Spiegel auf uns. Also wenn jetzt zum Beispiel Frau Lindholz sagt, ja, der Doppelpass ist ein Problem, das ist das Einfallstor und jetzt müssen die Leute sich nicht mehr lossagen von der Türkei, dann meint sie, dass sie damit dem ganzen Thema hilft, aber sie schadet dem. Denn genau diese Nachricht wird über Kanäle, wird aber auch über AKP-NA, Social Media und so weiter verbreitet werden. Und es wird gesagt werden, guck mal, dieses Land will uns nicht, aber ihr könnt dann da wählen. Deshalb ist es, glaube ich, klüger zu sagen, Menschen hier sind willkommen in unseren Parteien. Wir unterscheiden nicht, ob man türkische oder arabische oder sonst wie Herkunft hat, aber deutsche Staatsbürger engagieren sich in deutschen Parteien auf der Basis unseres Grundgesetzes und wir brauchen keine externen Ableger, die sich rein ethnisch orientieren. Also auch um den Umgang mit dieser neuen Gruppierung wird noch gerungen. Herr Gelind, wir danken Ihnen schon mal für Ihre Einschätzung dazu. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.